Ja, und was kommt denn zuerst? Kommt erst der Gedanke oder kommt erst das Gefühl? Jetzt kriegen Sie den Song von mir. Erst kommt natürlich das Gefühl. Das Gefühl ist sehr viel schneller als der Verstand. Überlegen Sie mal, wenn Sie Menschen begegnen, dann werden Sie sofort auf den ersten Eindruck ein gewisses Gefühl haben. Die meisten Leute sprechen von Bauchgefühl, sowas wie der gefällt mir oder der gefällt mir nicht. Das Gefühl kommt aber eindeutig vor dem Gedanken. Also man spürt was. Manchmal ist es ja auch so, dass wir eine Entscheidung, eine Bauchentscheidung schon getroffen haben und dann der Kopf aber diese Bauchentscheidung zerpflückt. Also eigentlich haben wir eine sehr klare Wahrnehmung von dem, wie wir zu was fühlen. Es ist völlig klar, wie wir uns entscheiden, bauchmäßig. Dann kommt der Kopf und sagt, nee, Moment mal. Ich spüre das zwar, aber vielleicht ist das ja auch noch, vielleicht ist das ja auch noch zu bewerten dabei und das und das. Und das heißt, so scheibchenweise zertrümmern wir eigentlich das, was wir intuitiv schon entschieden haben und entscheiden uns dann im schlechtesten Falle gegen unser Gefühl. Das machen wir häufig. Ich glaube, die meisten Menschen machen sowas sehr, sehr häufig, dass sie nicht dem Gefühl wirklich Raum geben, sondern dann am Ende mit dem Verstand entscheiden und dadurch eine Entscheidung treffen, die eigentlich gar nicht ihre eigene Entscheidung ist. Okay, also Sie reden davon, dass es ein Problem sein kann, seinem Gefühl nachzugehen. Also wenn das Angstgefühl sagt, du, jetzt begib dich mal lieber nicht in die Situation, also dann dem Angstgefühl zu vertrauen und da nicht reinzugehen. Sie haben recht. Da ist es nämlich so, dass man sagt, wenn man da dem Gefühl traut, dann tut man intuitiv das Falsche. Gibt es nämlich auch. Weil man die Angst ja vermeidet und wenn man die Angst nicht mehr konfrontiert, sondern von ihr davonläuft, wird sie immer größer und der eigene Bereich, in dem wir überhaupt leben können, wirksam sein können, wird immer kleiner und kleiner. Das wäre eine Ausnahme zur Regel. Ja, ist völlig richtig. Weil wenn man sagt, hör immer auf deinen Bauch, hör immer auf dein Herz, kann man auch intuitiv das Falsche machen. Aber dahinter verbirgt sich ja auch wieder etwas, nämlich der Überlebenstrieb. Dass wir nicht sterben wollen und weil wir nicht sterben wollen, vermeiden wir das, was in uns Angst au auslöst. Ja? Wir vermeiden aber auch eine Illusion dadurch und vermeiden dadurch die Illusion aufzulösen. Wir haben ja die Illusion, zum Beispiel, wenn jetzt ein Mensch Angst hat, mit dem Bus zu fahren, mit der Bahn zu fahren, dann hat der Mensch per se ja die Illusion, oh, wenn ich jetzt damit fahre, dann bekomme ich eine Panikattacke und dahinter befindet sich Todesangst. Die kann ich aber nur überwinden durch Konfrontation. Aber dazu kommen wir noch, ja? Genau. Sie können aber durchaus mit Gedanken Gefühle herbeiführen. Wenn man jetzt sich ein Thema nimmt und sagt, darüber denke ich jetzt mal ganz bewusst negativ. Mach mir dazu ganz bewusst 10, 20 negative Gedanken, dann werden Sie natürlich feststellen, dass auch ein schlechtes Gefühl sich einstellt. Es ist also dieselbe Quelle, sage ich mal, eine gewisse Energieform, die sich in Gefühlen und in Gedanken manifestieren kann.